Was geht, liebe Bros und Brosin? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play TFT. Letzte Folge habe ich euch, wie aus dem Fluss erzählt, aus dem Redefluss heraus, über Wrestling und die Welt. Und habe dafür leider mit meinen LP bestraft, bezahlen müssen, denn ich bin demoted worden. Muss wohl wieder mein Fabulous Hashtag ran. Und na, ich möchte natürlich direkt versuchen, wieder aufzusteigen. Das wäre sehr schön. Also, ich sag mal, wenn wir Top 3, Top 2 kommen würden, wäre das geil. Wenn nicht, verlieren wir halt wieder ein bisschen LP. Musste machen. Ist halt so. Wer aufsteigen will, muss spielen. Und wer spielt, der gambelt und riskiert, weiter zu fallen. Aber naja. Ich denke mal, zwei Episoden über Wrestling reichen, ne? Weil mir jetzt gerade auch so zum Schluss hatte ich ja generell nicht mehr die Konzentration. Nein, nein. Oh. Leute, es tut mir unendlich leid. Das ist jetzt die dritte Aufnahme im Stück und irgendwo zwischendrin ist mein Mikro abgekackt. Es hat echt hier und da wieder Probleme und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß wirklich nicht, warum das so ist. Prepare to die. Ja, mach mal. Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ihr habt vieles von dem, was ich gesagt habe, wahrscheinlich wieder nicht mitbekommen. Ich entschuldige mich. Muss mir gleich mal die Aufnahmen noch angucken und danke. Danke, Klaus Fiesta-Song. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Muss mal unbedingt rausfinden, wo ich das, wo das eingesetzt hat mit dem Mikro. Beziehungsweise obwohl das Mikro ausgesetzt hat. Das ist ärgerlich. Vor allen Dingen, weißt du, dann hast du wieder Tage, in denen das Mikro flawless läuft. Die ganze Zeit über. Kein Ding. Und dann hast du halt. Ja. Die anderen Tage. Da haben wir schon mal den Braum. Ganz genau, mein Freund. So. Blade Master Tristana. Sehr gut. Muss halt wirklich darauf hoffen, dass wir vielleicht das Glück haben, so nochmal jetzt einen Spaten irgendwann zu bekommen. Der Spaten wäre actually nice. Aber das ist halt auch wieder das, was ich meine. Wir sind die beiden Letztplatzierten derzeit. Und er kommt zum selben Zeitpunkt raus wie ich. Hat aber einfach das Glück, dass die Rotation sich zu seinen Gunsten dreht. Das ist ziemlich schade, ehrlich gesagt.
Okay, nee, sorry, das ist zu gut. Das ist zu gut. Ich jetzt noch irgendwie einen Infinity Edge auf sie bekommen oder so. GG. Guck mal, Garen. Precision and grace. Ah, sorry. I will fight as long as I stand. Dann will ich lieber auf den Ash gehen, wenn ich es noch kriege. The dark should fear me. Gut, dass ich es gerade noch gesehen habe. Ja, ich bin leider jetzt langsam etwas unkonzentriert. Sitzt jetzt schon länger dran, ist mittlerweile auch schon 3 Uhr nachts durch. Nikos Help. Brüll mal nicht so laut rum, Digga. Das ist ja GG. Glory of Demacia und so. A one-star copy, okay. Ach ja, okay. Ja, jetzt habe ich kapiert, wie sie es meinen. Au. Vega. Schmerz. Nee, du hast mir gerade Pain zugefügt.
Luschen braucht doch echt dringend den Text wieder, Alter. Jeder Auto-Tech. Das ist die Ulti von ihr. Wie viel Glacials hat er denn? Zwei? Frustration. Das ist so eine Fiora. So. Ich müsste Braum halt auch erst wieder zum männlichsten Mann machen in dem Game hier. Mit der Musik im Hintergrund wird hier durch Grund und Boden gewirbelt. Hat schon irgendwie Stil. Leona. Morgana wäre wegen dem Pfannwender-Need. Morgana ist aber auch wieder weg. Leona ist auch wieder weg. Und so haben wir wieder nichts übrig. Na, Kata, komm her. Leona wäre jetzt halt echt GG gewesen, die zu haben. Tschüss. Nice. You call Braum. And everything will be fine. Noch ein Braum. warte, ich... Beb. So. Passt. Wer hat den Nobelwurf? Braum. Wenn Braum den Nobelwurf hat, ja, gute Nacht. Dann gute Nacht. Der Boy ist halt... Der ist eine Wand. Wie Lars ihn ja getroffen hat. Escape-Raum. Escape-Raum ist er noch nicht. Dafür habe ich nicht die Items. So, einfach um mir den Stress zu sparen. Wenn es gleich wieder um Platz und so weiter geht. Neue Fjord, neue Duschen, nice. Lock. Wieder ist es Escape-Raum. Auch wenn er noch nicht Escape-Raum ist. Ach, der hat die Leona gehabt. Okay. Ist okay, haben wir Schaden minimiert. Das ist noch eine Vayne. Sehr, sehr schön.
Also Ash ist halt aus zwei Gründen gut. Wir haben den Glacial Bonus, den ersten noch mit dazu. Und tut mir leid, Braum, du passt hier halt gerade so nicht rein. Ja, langsam wird das zu Eskabraum. Wir brauchen nur noch zwei Null Magiemantel. Dann wäre es soweit. Tut mir leid, dass ich ein bisschen weniger mit Zähnen bin. Es passiert aktuell auch nichts Spannendes, sag ich mal. Worüber ich euch erzählen könnte. Jawohl, ja. Zwei Leonas, Alter. Ah, sag ich nicht nein zu. Ich verkaufe erstmal die Ash. Fürs Erste, ne? Ich sag mal, der Bewahrer-Bonus ist halt schon ganz nice. Der Nobel-SK-Braum gerade. Alter, wie viel auf den einprügelt. Und er lebt halt legit immer noch. Jetzt ist er down. Ja, ich will erstmal aber noch nicht ableveln, weil noch die Chance höher ist, sowas wie Vayne zu bekommen. Die ich halt trotzdem nicht bekomme, leider. So. Nein, so. Muss ja alles in die Richtigkeit. Dim, 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 dim. Meine Zigarette sieht ausgegangen. Sehr schön. Ja, Garen. Richtig. Blablabla Glory, blablabla Demacia, Never Fade, was immer du sagst, Bruder. Zwei Leute mit Spaten. Guess what? Ich werde wahrscheinlich keinen einzigen bekommen. Ich bräuchte halt einen Spaten. Das wäre so hilfreich. Fucking awesome. Ja. Nice. Ich möchte allen danken, die an mich geglaubt haben. Okay, dann haben wir ja schon noch Stufe 3. Da haben wir jetzt auch eine Leona draußen. Sehr schön. Puh, Entschuldigung.
Vane. Die Vane, die wär's jetzt. Na, die ist es nicht. Bewahrer versus Bewahrer. Wenn man Leona sich auch noch wieder bewegen darf, kann sie auch noch mal stunnen. Nein? Doch. Hätte gerne noch wenigstens die Kindred mitgenommen. Jawohl. Nice so. Läuft doch auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als zuletzt. Wobei ich Nobles halt so stumpf finde, ne? Wenn ich das vorstelle. Wenn ich jetzt dann das Luck haben sollte, eine Kayle zu bekommen. Ja? Dann habe ich halt legit den vollen Noble-Bonus plus den Guardian-Bonus plus den ersten Knight-Bonus. Also so wie er jetzt beispielsweise. Nur er hat, glaube ich, nicht den Guardian-Bonus. Braucht auch nicht, wie ihr seht. Jetzt haben wir denn sonst noch für Optionen? Wir haben noch Ranger-Optionen. Knight, Gunslinger. Blademaster ist ja unwahrscheinlich. Und Glacial. Glacial darf man nicht vergessen. Also sprich, jetzt hätte ich doch gerne meine Ashe wieder. Item. Trainer. Ui. Is this supposed to be a challenge? No, it's not supposed to be a challenge. Hey, guck mal. Tremble at my roar. Lucian, der wäre wichtig. Apropos. Mir ist vorhin gegen dich gekämpft. Au. Die einfach nur Solar Flares durch die Gegend fliegen. Stay dead. Swiftly now. Das ist besser. Das ist sehr viel besser. Nice, das ist so ein Lucian. Lock. Die Scheißegalzone. Jetzt hat er noch auf die Jinx gehen, Jinx hätte auf Aatrox gehen würden. Jinx ist unerreichbar gerade. Ja, okay. Wie viel Glück hatte der, bitteschön, Alter? Ragebait Draven und Ragebait Jinx ist halt.
Die ist halt Cancer as fuck. Ja, lösen wir mal das Interest auf. Gute Entscheidung. Eine Leona hätte ich jetzt schon sehr gerne noch. Ja, auch nicht neu zu. Jawohl, ja. Clean. Ohne Kale. Das so gerade habe ich es auch noch gesagt. Ich hätte so eine Kale kriegen könnte, wäre das super geil. Aber was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir eine Problematik, dass wir wieder einen rausnehmen müssen, ne? Ja, Ash wäre halt dann diejenige jetzt erstmal. Ist zwar bitter, aber müssen wir halt tryen, ne? Huiuiuiuiuiu. Ich muss halt sagen, die Comp ist wirklich schon ziemlich fies, aber der Erstplatzierte scheint da auch echt gut Luck zu haben. Schaffen wir den Geist. Jawohl. Is this supposed to be a challenge? I don't know, my dear. Overtime. Der Dritte hat gegen den Ersten sogar gewonnen. Nice. Jawohl. Soll ich nicht nein zu Ragebait? Und ich krieg die Ash auch gleich wieder raus. Ich frage, soll ich denn Double Ragebait? Ne, Ragebait sehe ich eher gerade auf Lucian. Dass der ein bisschen Attack Speed bekommt. Was bekommen denn die anderen eigentlich? Oh, Rabadons. Und das Silence. Nee, nicht Silence. Disabling. Disarm. Entschuldigung.
So, mal gucken. Jetzt sind wir gegen den richtigen Ersten ran, nicht sein Geist. Die Nahult. Jawohl. Nice. Good job, Team. Way to go. Way to go. Falsche 5-Star-Unit. Jetzt können wir doch auf Eskaba umgehen. Der Swain lutscht, aber leider lutscht er nicht genug. Jetzt sollte er es so nicht. Die Stufe 3 Lee Sandra ist ziemlich nervig, muss ich sagen. Ich lasse ihm den Swain. Weiß, dass er den hier haben möchte. Ich bin halt nicht zwangsweise der Spieler, der Leuten was wegkaufen muss. MF ist nicht richtig. Oh, er hat Sally Sandra gegeben. Das war gar nicht mal so schlecht, die Idee. Die Sandra ist so unfassbar nervig. Schade. Ich hätte mir gewünscht, dass Eskabraum noch mal rauskommt. Jetzt geht's wieder los, Alter. Oh, aber er haut diesmal gut rein. Das ist noch nicht durch.
Ich bin disabled. Ist schlecht. Ja, nice. Ich wollte doch noch mal ein bisschen umstellen. Weil das hat er jetzt auch gemacht und das hat ihm da ziemlich geholfen, wie es aussieht. Erstmal kommt der Rift Herald. Warte mal, das hier Frontline seid ihr beiden. Dann euch beide in die Backline. Schon geht da lang. Versuchen wir es mal so. Dass das bringt, weiß ich jetzt nicht. Ich muss testen. Das ist alles, was ich tun kann. Charge! No one escapes my aim. Da ist der letzte Braum. Alter. Boah, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier noch über 40 Minuten dran sitze, Alter. Das war gar nicht gut. Gut, da bin ich raus. Schade. Aber war cool. War auf jeden Fall nice. Ja, mal ein bisschen. Jawohl, wir sind wieder zurückpromotet. Muss für euch allerdings gleich erstmal ein bisschen größer stellen. Tappen raus. Moment. So. Bitteschön. Promoted zu Gold 2, sehr schön. Das können wir auch claimen. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann auch bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin, haut rein!